Dankeschön, Jenny. Hallo auch an alle derzeit 40. Mal schauen, ob noch ein paar dazukommen. Aber ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben uns heute vorgenommen, alle Studien, die uns in den letzten Monaten so auf den Tisch gekommen sind, mal aufzulisten und euch zu sagen, was uns daran besonders gefallen hat, was uns aufgefallen ist. Denn tatsächlich hat das Jahr 2020 schon überdurchschnittlich viele Studien zum Thema interne Kommunikation. Was natürlich daran liegt, dass sich einige Sondereditionen mit dem Thema Corona-Krise und welchen Einfluss hat diese auf die interne Kommunikation hat. Jenny, klick eins weiter, dann zeige ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal unsere Timeline, die wir gemacht haben. Ihr seht, die klassische Studiensaison beginnt ja meistens im späten Frühjahr. In unserem Fall waren die ersten Studien, die uns auf den Tisch gekommen sind, die Benchmarking-Studie Digitale Mitarbeiterkommunikation der Uni Leipzig. Im April bei der Frühlingsedition der Voices wurde die von Professor Ansgar Zerfass vorgestellt. Und dann ging es weiter mit einer Studie zur internen Krisenkommunikation, mit einer Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, die dann sogar noch mal nachgelegt hat. Die erste Studie war zum Thema Mittelstand, die zweite zu interne Kommunikation in Zeiten von Covid. Wir haben zwei Studien aus dem Hause SCM, einmal mit dem Fokus Mitarbeiterzeitung und einmal den klassischen Trendmonitor, der allerdings nach Europa expandiert ist und jetzt sozusagen vom SCM-Ableger Epicom betrieben wird. Außerdem eine Befragung von Geschäftsführern des deutschen Mittelstands zum Thema interne Kommunikation, nämlich Engel und Zimmermann. Und abschließend dann jetzt aus dem August auch nochmal neueste Ergebnisse aus der internen Studie Krisenkommunikation. Ich habe mir vorgenommen, in zwei Studien, nämlich die allererste und die allerletzte, und die anderen kurz vorzustellen. Mein Ziel ist, dass ihr nach der Session zumindest annähernd wisst, wo lohnt es sich für euch, nochmal ein bisschen mehr Lektürezeit zu investieren zu den Fragen, die euch interessieren und welche Studie ist für euer Thema vielleicht nicht ganz so relevant. Schön, let's go mit der ersten Studie, die Benchmarking-Studie Digitale Mitarbeiterkommunikation. Jenny, klick einmal weiter, bitte. Die Benchmarking-Studie wurde von einem großen Forscherteam der Uni Leipzig im Wintersemester dieses Jahres durchgeführt. Und das Besondere an dieser Studie ist, dass es im Gegensatz zu vielen anderen, die ich heute vorstelle, eine wissenschaftliche Studie ist. Das heißt, hier wurde eine Online-Befragung unter internen Kommunikatorinnen durchgeführt zum Thema digitale Kommunikation. Und damit ihr mal einen Eindruck kriegt, was so der Unterschied ist, wenn Wissenschaftler so eine Studie betreiben mit längerer Zeit dafür, dann eben auch späteren Ergebnissen, aber auch eben einem hochwertigeren Exempel, ein kurzer Einblick, weil ich an der Studie, an der Konzeption zumindest mit beteiligt war, ist zum Beispiel, dass über 800 Kommunikatorinnen an dieser Befragung teilgenommen haben, gestartet haben, den Fragebogen auszufüllen. Über 500 haben ihn dann auch vollständig ausgefüllt. Das ist schon mal wichtig. Und dann wird aber bei solchen Uni-Studien nochmal eine Datenbereinigung vorgenommen, im Idealfall. Das heißt, es werden nochmal Leute rausgeschmissen, die nicht für das Thema digitale Kanäle in der Mitarbeiterkommunikation zuständig sind. Es werden nochmal, wird geschaut, dass nur die Fragebögen von Unternehmensvertretern genommen werden, dass die Leute auch im Dachraum sitzen, weil das eben die Kriterien der Studie waren. Und so kommt man dann von 800 ganz schnell auf 371 Befragte, trotzdem die größte Studie derzeit im deutschsprachigen Raum, aber eben mit einem sehr hochwertigen Sample, was sich auch daran zeigt, dass die Befragten von den Unternehmensgrößen, also den Größen der Unternehmen, aus denen sie kommen, sehr gleich verteilt sind, dass Unternehmen dabei sind, die hauptsächlich Deskworker haben und Unternehmen, die hauptsächlich Blue-Collar-Worker haben. Und die Besonderheit an dieser Studie ist auch, dass sie sich des Exzellenzmodells aus dem European Communication Monitor bedient. Das heißt, sie fragt, was machen exzellente Kommunikationsabteilungen anders als der Durchschnitt vielleicht? Ja, das sehen wir gleich. Auf der nächsten Folie seht ihr, dass nach den Herausforderungen gefragt wurde, Herausforderungen für die interne Kommunikation. Das ist eine Frage, die wir in fast allen Studien haben. Lässt sich dann auch immer schön vergleichen. Wichtig ist, dass sie in den Studien auch gleich gestellt wird, sonst sind die Ergebnisse nicht vergleichbar, ja. Die Top 1 und das auch unangefochten seit vielen Jahren ist die Erreichbarkeit der gesamten Mitarbeiterschaft. Das heißt, interne KommunikatorInnen beschweren sich, wir erreichen die Mitarbeiter nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Nutzungsverhalten in unserer Belegschaft. Wir kriegen das nicht hin, alle zu bedienen und wirklich sicher zu gehen, dass unsere Nachrichten ankommen. Was möglicherweise auch mit dem vierten Balken zusammenhängt, nämlich Schwierigkeiten bei der Einführung neuer Distributionskanäle. Das heißt, selbst wenn interne KommunikatorInnen es schaffen, das Nutzungsverhalten ihrer Zielgruppe genau zu analysieren,
bedarf es am Ende noch einigen Mutes und auch eines großen Aufwandes, neue Distributionskanäle, mit denen man sie eventuell erreichen könnte, überhaupt mal in den klassischen Medienmix mit einzufügen. Und das sehen wir auch auf der nächsten Seite und das ist auch eine Besonderheit dieser Studie. E-Mail-Verteiler und Intranet sind immer noch die meistgenutzten digitalen Kommunikationsmittel. Bei anderen Studien wie dem Trendmonitor kommt dann die Mitarbeiterversammlung oder das persönliche Gespräch hinzu. Bei dieser Studie wurden nur digitale Kanäle abgefragt. Digital Signage, professionelle Mitarbeiter-Apps und andere Apps, also die moderneren, sagen wir mal jüngeren Kanäle, die es erst seit circa 5 Jahren in der Masse gibt, werden deutlich weniger genutzt. Immerhin aber schon von etwa 25% der internen Kommunikatorinnen. Also das war bei anderen Studien in den letzten Jahren, waren die Prozentzahlen viel, viel geringer. Das scheint es jetzt einen ziemlichen Sprung gegeben zu haben. Auf der nächsten Folie seht ihr etwas ganz Interessantes, nämlich, dass eine Regressionsanalyse durchgeführt wurde zum Zusammenhang zwischen den eingesetzten digitalen Kanälen und dem Erfolg der internen Kommunikation. Diese Regressionsanalyse ist also eine spezielle Analyseart, wo der Zusammenhang zwischen zwei Variablen geprüft wird. Und alle, die Mitarbeiter-Apps, Intranet, Social Intranet, Digital Signage verkaufen, Fans davon sind, selbst im Einsatz haben, werden sich jetzt natürlich freuen, weil ein Bauchgefühl, das man in unserer Teilbranche, so nenne ich es jetzt mal, hatte, jetzt endlich durch eine Studie auch mal belegt wurde. Und entsprechend ist der erste Hinweis aus dem Exzellenzteil dieser Studie auch, ein Klick bitte, Jenny, ist der erste Hinweis, wenn ihr exzellenter werden wollt, seid mutig und testet neue Kanäle. Also das ist so der erste Hinweis der Uni Leipzig, was eine exzellente Kommunikationsabteilung anders macht als der Durchschnitt. Der zweite Hinweis ist, priorisiert eure Themen nachfrageorientiert, weil in dieser Studie, und ich erinnere mich genau an die Grafik, ganz deutlich hervorkam, interne Kommunikatorinnen wissen ganz genau, was ihre Zielgruppe gerne sehen möchte, welche Themen sie interessieren, zum Beispiel regionale Standortthemen, deutlich mehr als klassische Organisationsthemen. Aber sie spielen sie noch nicht so stark aus, wie sie gewünscht werden. Exzellente Kommunikationsabteilungen tun dies. Also sie spielen deutlich mehr von dem aus, was sich die Zielgruppe wünscht. Außerdem zeigt es sich in der Studie mit etwa 20 Prozentpunkten Unterschied, dass exzellente Kommunikationsabteilungen mehr Videos und Visualisierungen einsetzen, weil allgemein klar ist, dass dann die Rezeption höher ist und dann, dass dann auch die Lust zur Partizipation bei den Mitarbeiterinnen steigt. Der letzte Punkt, der letzte Hebel, und ich habe jetzt nur 4 von 6 hier mitgebracht, weil ich mich beschränken muss aufgrund der Zeit, ist, dass ihr euch als interne Kommunikatorinnen eures Evaluationsvorteils bewusst werden müsst, um exzellenter zu werden. Einige sind das sicher schon, die Masse aber zeigte, die Studie hat Probleme, weil sie sich zu Beginn in ihrer Planungsphase keine Zielzahlen setzt oder Schwierigkeiten bei der Interpretation hat. Im Gegensatz dazu nutzen exzellente Kommunikationsabteilungen deutlich häufiger Mitarbeiterumfragen in digitalen Medien, also wenn Sie einen digitalen Kanal haben, nutzen Sie den auch gleich mit für Mitarbeiterumfragen und Sie geben deutlich seltener an, dass Sie sich auf Intuition und Bauchgefühl verlassen. Bei durchschnittlichen Kommunikationsabteilungen haben etwa 70% der Befragten gesagt, ja, ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl, da passt die Gift da oben auch gleich wieder ganz gut. Und bei den Exzellenten waren das nur 40%. Ja, also immer noch jeder vierte Kommunikatorin. Und prinzipiell ist dagegen auch nichts einzuwenden. Aber wenn ihr evaluiert, dann habt ihr eine sehr gute Chance laut dieser Studie, auch exzellenter, besser zu werden. Die Studie ist, glaube ich, 60 Seiten lang. Lest gern nochmal nach, wenn euch diese Themen interessieren. Wir kommen jetzt zur zweiten Studie, die Studie interne Krisenkommunikation. Und zwar haben wir bei Staffbase, an dieser Studie war ich mit beteiligt, im März gleich geschalten und haben gesagt, wenn wir jetzt eine Studie schnell konzipieren und die zum Beispiel 3-4 Mal dieses Jahr laufen lassen, dann könnten wir die Entwicklung der internen Kommunikation im Laufe des Jahres 2020 versuchen zu dokumentieren, weil uns klar war, hier wird sich was verändern. Wir haben also im April die erste Studie durchgeführt, die zweite Welle kam jetzt im August und die dritte im Dezember. Teilweise haben sich die Fragen geglichen, teilweise waren die Fragen auch aus der Benchmarking-Studie oder dem Trendmonitor von SCM übernommen, um Vergleichsdaten zu haben. Das ist ja ganz wichtig bei so einer Langzeitstudie sozusagen. Wir wollten im Grunde überprüfen, nächste Seite bitte, ob das, was in den Branchenmedien
gesagt wird, nämlich dass sich die Bedeutung der internen Kommunikation ändert, dass die interne Kommunikation aufräumen muss und Unternehmenskommunikation mehr nach innen gerichtet ist, ob das tatsächlich stimmt. Denn wie der News Aktuell Trend Report das ja auch beschrieben hat, in den letzten Jahren war die Spanne zwischen meine interne Kommunikation ist bedeutsam und meine interne Kommunikation sollte eigentlich viel bedeutsamer sein, riesengroß. Und das hat sich jetzt womöglich geändert. Die ersten Ergebnisse dieser Studie interne Krisenkommunikation aus April und August zeigten, dass 7 von 10 internen Kommunikatorinnen sagen, ja, unsere Arbeitsweise hat sich sehr verändert. Jetzt könntet ihr sagen, ja, haben wir uns gedacht. Darauf kommt es aber nicht an. Es kommt darauf an, mal herauszufinden, ob das eben 4 von 10 Kommunikatorinnen 9 oder 7 sagen. Wir liegen etwa bei 70%. Ich bin gespannt, ob sich das im Dezember nochmal verfestigt. Nur die Hälfte der Kommunikatorinnen sagte, dass sie sich gut auf die Krise vorbereitet fühlte. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch gefragt, gab es bei euch eigentlich einen Krisenplan und aktualisiert ihr den gerade oder habt ihr das schon getan? Und hier war ein interessantes Ergebnis zu verzeichnen, nämlich dass im Laufe des Jahres 2020 immer mehr interne Kommunikatorinnen anfingen, ihre Krisenpläne zu aktualisieren, um besser auf die nächsten Phasen der Krise vorbereitet zu sein. So interpretieren wir das Ergebnis, ja? Ein Klick bitte. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, so what, ne? Was bedeutet das eigentlich? Die 3 Ergebnisse hätte man sich irgendwie denken können, aber über die Bedeutung der internen Kommunikation sagt es im Grunde noch nicht so viel aus. Das tun allerdings die nächsten Grafiken. Die erste Grafik zeigt unter anderem, dass der viel beschworene Digitalisierungsschub der internen Kommunikation tatsächlich gerade stattfindet. Also 8 von 10 internen Kommunikatorinnen sagen, ja, wir sind gezwungen, mehr digitale Tools einzusetzen. Außerdem sagen sie ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen mehr Chats, WhatsApp, Chats in Intranets, Chats in Mitarbeiter-Apps und WhatsApp, um miteinander zu kommunizieren. Also auch die Peer-to-Peer-Kommunikation hat sich deutlich digitalisiert. Und sie sagen auch, und befragt wurden hier interne Kommunikatorinnen, das sind also Selbstauskünfte, der strategische Einfluss der internen Kommunikation hat sich vergrößert. Nur 13% sagen, spüre ich jetzt nicht, durch die Corona-Krise hat sich hier mal eben gar nichts geändert. Ja, und das verfestigt sich nochmal auf den nächsten Folien, weil ein Indikator für die Bedeutung der internen Kommunikation eben auch ist, wie Führungskräfte und alle anderen MitarbeiterInnen die interne Kommunikation wahrnehmen. Und es ist tatsächlich so, dass die internen Kommunikatoren sagen, ja, vor der Corona-Krise mindestens 1/3 der Führungskräfte, also haben uns nicht so richtig ernst genommen. Während diese Zahl derjenigen, die sagt, jetzt nehmen uns die Führungskräfte ernst, ist während der Corona-Krise hat sich fast verdoppelt. Ja? Wir sehen hier, dass der blaue Balken viel größer geworden ist, dass Führungskräfte laut Selbstauskunft der internen Kommunikatorinnen, die ihre Arbeit jetzt viel, viel ernster nehmen. Und ähnlich verhält es sich auf der nächsten Folie auch mit anderen Unternehmensmitgliedern. Nur noch 4% der internen Kommunikatoren sagen ja, während der Corona-Krise wird die interne Kommunikation eigentlich nicht ernst genommen. Alle anderen sagen, die ist sehr, sehr wichtig geworden und wird auch als solche wahrgenommen, ist wichtig geworden oder wir sind uns nicht ganz sicher, hat sich teils geändert. Aber wie gesagt, vorher war es über 1/4, die gesagt haben, keiner weiß so richtig, was wir tun und was wir machen und ob wir wichtig sind. Mittlerweile sind es nur noch 4%, ja. Also das hat sich deutlich geändert. Last but not least zu dieser Studie, der gute alte Platz am Tisch der Entscheider. Und zwar haben wir gefragt, seid ihr zu Meetings auf Entscheiderebene eingeladen, ihr internen Kommunikatoren? Und auch diese Zahlen haben sich deutlich verbessert. Also das waren vor der Corona-Krise, sagten die internen Kommunikatoren, zu 30% eingeladen, mittlerweile zu über 40%. Also auch das hat sich verbessert. Und ich weiß, dass in der November-Ausgabe des Pressesprecher erscheint ein Artikel, den ich geschrieben habe mit Heike Flori von Ecos Energie. Und genau das hat sie da auch gespiegelt. Sie hat gesagt, vom ersten Tag an saßen wir als interne Kommunikatorinnen in der Taskforce mit drin, haben alle Entscheidungen mitgetragen, die für das Unternehmen in der Corona-Krise getroffen wurden. Und das war ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und das gab es in der Form vorher nicht. Nun kennt man das auch aus anderen Krisen, wenn einzelne Unternehmen Fusionen oder Ähnliches hatten, dass dann plötzlich die interne Kommunikation oder die Unternehmenskommunikation allgemein wichtig wurde und danach wieder in der Dämmerung versank. Allerdings betrifft diese Krise eben alle und der Austausch darüber und die vielen Studien, die erschienen sind, das wird meiner Ansicht nach, das ist jetzt eine These, stark zur Professionalisierung der internen Kommunikation beitragen. Also I feel it. Gut,
Nächste Folie bitte. Wir machen weiter mit einem Kurzüberblick der sonstigen Studien, die genauso wichtig sind. Und ich habe mir jetzt nur die zwei, die für mich am interessantesten sind, herausgepickt. Ihr könnt natürlich eure Wahl selbst treffen und ihr werdet sicher auch noch viel mehr finden, als ich hier heute aufgelistet habe, ja. Der Internal Communications Monitor ist quasi die Europa-Variante des Trendmonitors. Und was ich daran sehr interessant fand, war, dass bei einigen Ergebnissen ein guter Vergleich zwischen deutschsprachigem Raum und anderen europäischen Ländern gezogen wurde. Zum Beispiel bei der Frage, an wen berichtet ihr internen Kommunikatorinnen denn? Denn im deutschsprachigen Raum sagten nur 8%, wir berichten an HR. In den Nachbarländern, Benelux, Frankreich etc. berichteten je nach Land 23-38%. Wir berichten an HR. Und genau das Thema hatten wir vorhin im Coffee Talk mit Christian Botten. Da sagte nämlich eine Mitdiskutantin, ja, unsere französischen Kollegen, die berichten an HR. Wir in Deutschland berichten an die Geschäftsführer. Es scheint also so zu sein, dass der Bericht an CCO, Marketing oder Geschäftsführer im deutschsprachigen Raum deutlich weiter verbreitet ist als der Bericht an die HR, auch wenn man aus der Branche immer mal wieder hört, dass einige Abteilungen da umgehängt werden. Ja, 45 Seiten Ergebnisbericht. Ich meine, diese Studie sollte jeder mal im Laufe des Jahres gelesen haben. Gibt noch viele andere wichtige Ergebnisse. Die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften hat zwei sehr interessante Studien gerade erst veröffentlicht. Die erste beschäftigt sich mit dem Schweizer Mittelstand, die zweite mit Corona in Schweizer Großunternehmen. Und das Besondere daran ist, dass die Studierendengruppen mit ihren Dozentinnen qualitative Studien stattfinden lassen haben. Das heißt, sie haben keine Online-Befragungen gemacht, mit denen man die Masse erreicht und quasi Zahlen herausbekommt, sondern sie haben Leitfadeninterviews gemacht. Da kann man natürlich noch mal viel tiefer gehen, deutlich besser hinhören, erreicht aber natürlich auch nicht die Masse. Wie gesagt, hier wurden 12 Interviews geführt und die Aussage war, im Schweizer Mittelstand ist die interne Kommunikation das Stiefkind. Und das sind auch die Ergebnisse, die sich mit denen aus dem deutschen Raum, also mit den Mittelstandsstudien, die ich aus dem deutschen Raum kenne, decken. Es gibt dort sehr knappe Ressourcen, noch oft von den Geschäftsführern verantwortet das ganze Thema. Hauptziel ist die Information der Belegschaft. Es findet kaum Partizipation statt. Und das große Problem dort sind veraltete Intranets. Und einige von euch werden wissen, dass gerade viele Intranet-Lizenzen, Support-Lizenzen auslaufen und dass viele Unternehmen damit kämpfen, dass sie entweder ein komplett neues Intranet aufbauen auf Basis einer modernen Plattform, wie wir es jetzt parallel läuft übrigens gerade die Ergo-Intranet-Session, zum Beispiel bei Ergo oder Herr Reus, die gerade mit dem Award ausgezeichnet worden sind, sehen, oder ob sie quasi das alte Intranet pimpen. Aber das bereitet dem Mittelstand und auch den Großunternehmen Probleme. Die Covid-Studie wurde mit 7 Interviews gemacht und hier kriegt man dann eben so schöne Zitate raus wie: besonders schön für die interne Kommunikation war es zu sehen, dass wir von Anfang an aktiv in die Entscheidungsfindung mit der Konzernleitung eingebunden waren. Siehe mein Beispiel von ECOS gerade, das ergänzt wunderbar die quantitativen Studien, die wir vorhergesehen haben. IK ist strategisch relevanter geworden, auch hier der Digitalisierungsschub nochmal bestätigt und dieses Ziel, die emotionale Bindung zu den MitarbeiterInnen zu halten via digitale Kanäle, was ja immerhin nicht so einfach ist, auch als größtes genannt. Die 6. Studie mit Blick auf die Zeit, wir sind gut in der Zeit, ist eine von einer Unternehmensberatung, die ich bisher auch noch nicht kannte, habe die Studie beim PR-Journal aufgepickt, die 50 GeschäftsführerInnen deutscher mittelständischer Unternehmen befragte. Und hier ist die Methode tatsächlich nicht genau klar, also man weiß nicht, was für eine Art von Leitfadeninterviews etc. das waren. Nichtsdestotrotz interessant. Es zeigt nämlich nochmal, dass Unternehmen, und es hatte auch die Benchmarking-Studie hervorgehoben übrigens, die hauptsächlich Non-Desk-Worker hatten, also Blue-Collar oder Mitarbeiter ohne PC-Arbeitsplatz, dass sich dort die Herausforderungen der internen Kommunikation nochmal enorm verstärken und dass dort sogar teilweise analoge Instrumente wie schriftliche Aushänge eine Renaissance während der Corona-Krise erleben. Die GeschäftsführerInnen, die hier befragt worden sind, wollen regelmäßiger und transparenter kommunizieren. Das ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene, als wir das jetzt bei Großunternehmen haben. Aber lässt sich gut abgleichen mit der Mittelstandsstudie aus der Schweiz tatsächlich. Ja, also wer sich für diese Unternehmensgruppe interessiert, ist dazu angehalten. Last but not least, eine Mitarbeiterzeitungsstudie, die schon seit ein paar Jahren läuft und von der SCM und Kammern Rossi jetzt eine Sonderedition wegen Covid-19 gemacht haben. Ich konnte noch nicht herausfinden, wie viele Leute tatsächlich befragt wurden. Das stand nicht in der PDF, aber ich habe den Carsten Rossi mal gefragt und würde das in der Präsi später noch ergänzen.
Was dabei herauskam, ist, dass die Mitarbeiterzeitungen nicht aufgrund von Covid abgeschafft werden. Also in dieser Studie werden sie immer noch in 76% der Unternehmen eingesetzt. Auch hier ist von einem Digitalisierungsschub die Rede. Die Leute wollen die Zeitung zusätzlich zu Print noch als PDF, Intranet oder App haben. Insbesondere der Wunsch nach einem App-Format der Zeitung. Also ich klicke auf mein Handy auf eine bestimmte App und habe die Zeitung direkt auf dem Smartphone. Hat sich von 2018 zu 2020, ihr seht es an den Zahlen, deutlich erhöht. Und wichtig ist mir dazu einfach nochmal zu sagen, diese Studie sagt, 76% der Unternehmen haben eine Zeitung im Medienmix. Der Trendmonitor 2020 sagt 48%. Die Krisenstudie sagt um die 30%. Also achtet auch genau darauf, wer die Studie durchgeführt hat. Denn wenn wir eine Studie machen, zum Beispiel, dann wird die auch an unsere Kunden und Interessenten gestreut, wenn Kammern Rossi eine macht, wenn SCM eine macht, etc. Man muss schon auch genau schauen und wissen, dass diese Praxisstudien super wertvoll sind, aber eben mit ein bisschen anderen Mitteln arbeiten als die Wissenschaftler, nicht nochmal die Daten bereinigen und so weiter. Lest euch genau durch, wie es gemacht worden ist, wie die Fragestellungen waren. Dann erkennt ihr auch, ob irgendwelche Fragen sehr rhetorisch gestellt worden sind oder was ihr eben mit den Ergebnissen anfangen könnt. Fazit, viele Studien dank Corona in diesem Jahr tatsächlich, nächste Folie bitte, meist quantitativ, so kennen wir es auch aus den letzten Jahren, weniger qualitativ und im Mix sind sie immer am besten, aber ich sag mal so, wer hat schon Zeit, quantitativ und qualitativ in einem Zug zu machen, das musste dann schon eine größere wissenschaftliche Studie sein, deren Ergebnisse meist dann auch viel später mit Versatz veröffentlicht werden. Wichtig ist, dass ihr immer Transparenz über die Befragungszeiträume, Methoden und Rückläufe bietet, damit die Leute, die eure Ergebnisse lesen, auch genau wissen, was sie damit anfangen können. Die Basisfragen findet ihr überall und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick darin geben, wie die Schwerpunkte und Details in diesem Jahr verteilt sind. Ja? Lasst mich gern wissen, wenn ihr noch weitere Studien kennt oder wir so einen Studienüberblick nochmal viel umfassender machen sollten. Ich sehe, dass jetzt hier keine weiteren Fragen sind. Gern geschehen. Vielen Dank, Juliane. Falls noch Fragen aufkommen, sehr gerne nochmal entweder im Event-Chat stellen. Juliane ist auch mit im Event drin, sie sieht das dann auch, ihr könnt sie auch menschen direkt oder ihr schickt eine E-Mail an Voices. Viel Spaß noch, macht's gut. Ciao, ciao.